Hallo und herzlich willkommen hier zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Ja, der neue Part von Sniper Ghost Warrior 3. Ihr seht, es lädt noch. Es ist aber fast fertig geladen. Und ich kündige jetzt schon mal, also ich melde mich jetzt schon mal, bevor wir dann gleich in eine Cutscene reinkommen. Und ich muss dann meine Fresse halten, weil da will ich nicht reinlabern. Und ja, also herzlich willkommen. Ich bin jetzt gespannt, wenn wir die Typen treffen, was das für ein Team ist. Aber wir müssen eh noch ein bisschen warten, bis der Ladescreen fertig ist. Ich schätze mal noch so eine Minute. Gut, vielleicht auch nicht mehr. So. So, jetzt geht's los. Jetzt sieht man auch das Ladesymbol und man hört schon was. Hallo, starte. Entschuldigung? Raquel hier. Ende. War das ein Witz? Hä? Was war das jetzt? Du befindest dich in einer neutralen Zone. Provoziere die Kriminellen nicht. Dann greifen sie dich auch nicht an. Feuerst du deine Waffe ab? Na geil. Leck mich doch am Arsch, Alter. Okay, wir sind jetzt auf jeden Fall schon mal in einem anderen Areal, oben in den Bergen, wo es schön geschneit hat. Boah, komm, rauf mit dir, bis das Auto da hochkommt, Alter, das dauert ja ewig. Brauchen wir mal ein paar mehr PS. Ich würde sagen, fahren wir mal in die nächste Tuning-Werkstatt, oder? So, 600 Meter noch. Begib dich zum Unterschlupf. Oh ja, geil, nur ein Geist-Skillpunkt freigeschalten. Das ist das, was wir brauchen. Geist-Skillpunkte. Ich weiß zwar nicht, wofür ich den jetzt bekommen habe, aber egal, ich bin dankbar dafür. So, den überholen wir hier mal ganz gepflegt. Zack, zack, fast von der Straße abgedrängt, aber juckt mich nicht. Jetzt bin ich vorbeigefahren, um ganz zurückgucken und Typen auslachen. Hey, warte mal, was? Wo soll denn da ein Unterschlupf sein? Hä? Was soll ich jetzt darüber? Oh, wollen die mich verarschen, Alter? Was haben die für einen Unterschlupf? Junge. Okay, scheinbar muss ich hier oder unten hoch, oder? Ja. Alter Falter. Der Wahnsinn. Wahnsinn, wirklich. Hier mit den Gletschern und so, das sieht richtig gut aus. Im Hintergrund die Berge. Geil. Okay. Oh, wenn wir hallo. Nicht schnell handeln. Wird auch langsam Zeit, John. John North. Es freut mich, Sie mal in Natura zu treffen. Nett, die Stimme endlich einem Gesicht zuordnen zu können. Geht mir ebenso. Doch um ehrlich zu sein, über Funk wirken Sie attraktiver. Und Sie sind... Lydia. Alter. Ehemals von der SFB. Hm. Was ein Bitch. Warum helfen Sie uns? Mr. Sims hat mich über Ihren Kampf gegen die Separatisten in Kenntnis gesetzt. Ich denke, dass wir einander helfen können. Ich suche einen Mann. Ein wichtiges Ziel des Mossad. Wen? Dr. Sergei Flostov. Wenn Sie mir helfen, ihn zu finden, unterstütze ich Ihr Bestreben gegen die Separatisten. Und Ihre anderen Aktivitäten. Abgemacht. Wie lautet der Plan, Frank? Wenn wir die Anführer der Zellen ausschalten, während bei Ihnen durcheinander herrscht, werden Sie zerfallen. Doch das wird nicht einfach. Die Anführer der zwei stärksten Separatistenzellen in Georgien sind Thomas Sidamunice und Ina Sakarayan. Und die stehen kurz davor zu heiraten.
Wenn sie ihre Truppen vereinen, werden die Separatisten zu einer wahren Bedrohung für die amtierende Regierung. So, erledigen wir einen der beiden und lassen es wie eine Falle erscheinen. Dann werden sie sich gegenseitig zerfleischen. So habe ich mir das gedacht. J-Sock hat Telemonizas Beseitigung bereits bewilligt. Aber wo? Die Hochzeit wird in 2 Tagen in Kosori stattfinden. Ich bin nahe Kasori aufgewachsen. Ich könnte eine Stadtkarte skizzieren. Gut, geh voraus und finde einen Ort, an dem du das Ziel im Visier hast. Schon dabei. Es ist eine Hochzeit, also achte auf freie Sicht zur Kirche. Ich weiß, ich kann dir vertrauen, Lydia. Halte die Kommunikation offen. Das war's. Tick-Tack. Natürlich, Mr. North. Okay, das hört sich doch geil an. Und ich find's geil, dass wir Weiber in der Crew haben. Das ist nicht immer so langweilig, nur ein Typ oder so. Sondern wir haben jetzt hier tatsächlich mal weibliche Unterstützung. So, wir haben ja eigentlich schon alles gekauft, haben uns ausgerüstet. Dann schließen wir doch den Laptop an. Und starten die Mission Junger Wein. Diese Hochzeit wird eine große Sache. Jeder wird betrunken neben sich stehen oder betüdelt sein. Aber du darfst nicht auffallen, John. Scheiß auf nicht auffallen. Ich schlage vor, du verkleidest dich als jemand, den alle freudig begrüßen werden. Als Fahrer des Weinlieferwagens. Das ist ein wenig übertrieben. Danke. Überzeugt deine Verkleidung, Lydia? Alles okay? Bin eigentlich so etwas wie ein kleiner Held. Unehrenhafte Entlassungen bei der georgischen Armee können einiges bewirken. Was genau hast du also gemacht? Hab beim General und einige georgische Soldaten unschädlich gemacht. Verdammte Plünderer, durchgeknallte. Die Separatisten wissen das nicht. Sie kennen nur die Anzahl meiner Abschüsse. Du würdest gut daran tun, Zigaretten oder Oxy zu verkaufen. Irgendwelche Pillen, die du besorgen kannst, Lydia. Jeder hat hier nebenbei was am Laufen. Krieg ist gut fürs Geschäft. Und Geschäfte sind eine gute Tarnung. Es läuft gut für mich, Raquel. Vielen Dank. Ich melde mich bei dir, wenn ich einen Ratschlag brauche. Alter. Also ist das Weingut eine kriminelle Organisation? Richtiger Zickenkrieg. Natürlich. Verbrecherbanden haben einen enormen Zuwachs. Man kann alles kaufen. Selbst... Oh, fuck. Unter den Arbeitern befinden sich unsere Leute. Sie sagen, einer der Fahrer würde seine Schlüssel immer in einem der Zimmer in der oberen Etage aufbewahren. Wie wär's mit was zum Anziehen? Du findest was in einem der Räume auf derselben Etage. Danke. Ich habe gerade gehört, dass der Anführer der Verbrecher sich derzeit im Weingut befindet. Also wenn du dich heldenhaft fühlst, könntest du ihn ja gleich ausschalten, während du dort bist. Hilft das unserer Mission? Nicht wirklich. Aber die Arbeiter würden sich sicher über den Managerwechsel freuen. Ja gut, schalten wir jetzt den Typen aus, oder? Weil ich meine, wenn das nicht unserer Mission hilft, heißt es dann automatisch, dass das gleich für unsere Mission schlecht sein soll? Ich weiß es nicht, also, keine Ahnung, ich würde schon gerne den Arbeitern helfen. Ich bin ja so ein kleiner Robin Hood hier in Georgien. Jetzt lokalisieren wir hier erstmal mit unserer Drohne. Zack, zack, da haben wir doch den ersten, da drüben ist der zweite. Da haben wir den dritten, komm. Ja. So. Da ist noch der vierte, fünfte. Okay. Ist hier noch einer? Da müsste eigentlich auch noch einer sein, oder? Die wollen nur nicht alle auf einem Fleck sein. Na gut, die sollen ja wahrscheinlich das Weingut beschützen. Und das ist ja da drüben gebunkert, glaube ich zumindest. Oder zumindest sind da die Schlüssel für den Lastwagen. Ja, gut. Wir haben hier auf jeden Fall eine Menge Personal. Und wir müssen echt überlegen, wie wir die am klügsten ausschalten, ohne dabei aufzufallen. Vielleicht muss ich auch die Position wechseln und da hoch. Vielleicht ist hier ein guter Punkt. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Da unten haben wir doch einen, den ich vergessen habe zu markieren. So. Okay. Wir fangen jetzt erstmal bei dem Typen. Fangen wir bei dem Typen hier unten an. Eigentlich ist es ja immer total dumm, bei demjenigen anzufangen, der im nächsten dran steht. Weil dann alle, die weiter weg sind, den sehen können. Aber der steht so ein bisschen hinter der Mauer. Der könnte höchstens von dem hier gesehen werden. Und da gehe ich jetzt einfach mal nicht davon aus, dass der in die Richtung läuft. Zack, zack, schalten wir den aus. Dann hätten wir das schon. Den da unten kann ich jetzt zum Beispiel auf gar keinen Fall ausschalten.
weil der auf jeden Fall zu 1000% von denen hier oben gesehen wird. Gut. Da läuft gerade einer weg. Wenn der wegläuft, ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Okay, der, wo guckt der hin? Auch in die Richtung. Wenn der wegläuft, dann... Wenn der ins Haus läuft? Ah, ne, läuft er nicht. Schade. Komm, zeig dein Köpfchen. Oh nein. Jetzt läuft er deine Treppe runter. Scheiße. Fuck, Mann. Fuck. Okay, das ist so scheinbar der Wachhund, der die ganze Zeit rumläuft. Den kann ich jetzt ausschalten, oder? Der da hinten bindet sich immer noch Schuhe. Dann schalte ich jetzt den aus. Und als nächstes den hier. Natürlich nur, wenn der Wachhund da hinten nicht rumläuft. Oder besser gesagt, nicht herkommt. Wenn er rumläuft, ist ja noch alles in Ordnung. Der darf dann bloß nicht herkommen. Weil dann muss ich den sehr schnell ausschalten. Und zack. Wir müssen jetzt unbedingt darauf achten, was der Typ da hinten macht. Okay, ich glaube, ich wechsle mal meine Position. Und geh da runter. So, hier kann ich runter. Zack, zack. Man kennt ihn. Oh. So. Scheiße, ich muss weiter darüber, damit ich auch eine gute Position auf den Wachhund da hinten habe. Weil wie gesagt, wenn der vorläuft, der sieht dann die Leiche. Und ich muss mich beeilen. Aber hier auf dem offenen Feld zu liegen, oh, ist alles wegen Scheiße. Und da haben wir es schon. Jetzt muss ich ihn ausschalten. Hoffentlich bemerkt das jetzt wenigstens keiner. Aber bevor der die anderen alarmiert. Zack, zack, weg mit dem. Wir haben auch gesehen, da ist noch hinten ein zweiter. Da nehme ich jetzt aber mal die Ding, die Entfernung zu dem. Wie viel sind das? 250. Also 260 sind es, aber 250 stelle ich ein. Perfekt. Okay, gut. Läuft da hinten jetzt noch einer rum? Oder war es das jetzt mal? Okay, der Typ da läuft weg. Sprich, ich schalte jetzt den aus. Nee, kann ich nicht. Da unten läuft wieder einer rum. Auch wieder so ein scheiß Wachhund. So, wen schalte ich jetzt aus? Schalte ich den aus oder schalte ich den aus? Geil. Was macht der Typ da drinnen? Der ist momentan weg. Ja, das bringt mir aber nichts, weil einer von denen wird auf jeden Fall aufmerksam, wenn ich auf seinen Kollegen schieße. Das ist blöd. Ich glaube, ich rotze erstmal den weg und dann... Ach, keine Ahnung, Mann. Ich weiß es doch selber nicht. Wie soll ich denn hier jetzt ausschalten? Boah, wunderschön. Jetzt müsste da gleich einer entlang kommen. Oder ist der innen drin? Könnte auch gut sein, dass der innen drin ist. So, wieder einen schnellen Positionswechsel. Dort drin da zum Gebüsch. Ist da unten noch einer? Ich glaube, das ist einer. Ja. Zack, man kennt ihn. Okay, jetzt muss ich bloß schauen. Oh, da ist jetzt scheinbar einer draußen. Gut, den haben wir. Ah, scheiße. Wäre der am Fenster, würde ich den ausschalten, aber den kann man leider nicht gescheit sehen. Da sind aber noch mehrere hier. Weil da zeigt es mir die Zielperson an, das optionale Ziel. Hä? Was ist denn das für eine Nutte? Auf jeden Fall hat die Leichen gesehen.
Na gut, dann hoffen wir mal, dass es nur die Nutte war, die das gesehen hat. Und als erstes repariere ich mal meinen Schalldämpfer, weil der war fast komplett im Eimer. Gut. Schnell über die Mauer. Ah, kann ich nicht. Ich muss da vorne rein, gut. Dann schaue ich jetzt mal, ob ich jetzt von hier einen besseren Überblick habe. Zumindest auf den Typen. Wenn da jetzt keiner mehr ist, dann sollte der Kill hier easy vonstatten gehen. Ich hoffe, dass da kein zweiter jetzt ist, sondern dass nur der da oben ist. Ja, momentan sieht ihn zumindest niemand. Scheiße. Unser Ziel ist alarmiert. Ich schalte den Typen auf jeden Fall aus, weil, wie gesagt, ich bin der Robin Hood. Oh, Alter. Jetzt muss ich hier ernsthaft in das Haus eindringen. Und hier kann überall noch einer stehen. Ich sag's nur. Verstanden. Untersuche und melde mich. Okay, der da oben ist ganz schön aufgeschreckt. Ich hoffe jetzt einfach, dass hier nicht mehr allzu viele in dem Gebäude sind. Oh. Okay, vielleicht kann ich den ja irgendwie abstechen. Wäre zumindest ganz praktisch. Ist hier hinten noch einer? Erstmal checken, bevor ich von hinten überrascht werde. Okay, der Typ geht. Ist der nach unten gegangen? Geil, Alter. Ich kann mich wie in Assassin's Creed in den Ding verstecken. Richtig geil. Oh, geil. Ich liebe es. Das Spiel ist richtig Hammer. Hey, wo ist meine... Ach, da. Ich dachte schon, wo ist meine AK? Kommt der hoch? Ja. Oder? So wie es aussieht, kommt der hoch. Dann werde ich ihn doch ganz gechillt von hinten ausschalten. Da benutzen wir jetzt das erste Mal unsere Pistole. Oder haben wir die nicht schon mal benutzt? Ach, egal. Ich habe den Anführer der Verbrecher beseitigt. Zack, zack. Okay, den plündern wir jetzt schnell. Dann schnappen wir uns hier die AK. Plündern den noch schnell. Ich plündere jetzt erstmal schnell die ganzen Leichen. Ich meine, wir brauchen das Geld und die Ressourcen dringend, haben wir ja gesehen. Und Leichen plündern ist extrem wichtig. Puh, so, weiter, schnell zum nächsten. Ich hoffe, dass jetzt hier keiner mehr ist. Aber hier sieht es ziemlich ruhig aus. Und ich habe ja eigentlich in jedem Gebiet jemanden getötet. Also, ich glaube nicht, dass hier noch viel mehr rumlungern. So, okay, jetzt gehe ich mal wieder rein. Den Rest können wir ja noch danach machen. Ich muss bloß auch auf meine Zeit achten, weil wir sind schon wieder bei 20 Minuten. So. Also, das eine ist hier oben direkt. Noch eine Etage höher. Wobei da auch jemand sein kann. Vorsichtig. Okay, da ist keiner. Ich habe die Schlüssel. Geil. Großartig. Und was ist hier? Ah, die Klamotten.
Die zivile Kleidung. Ich bin umgezogen. Gut, such den Truck. So, steig in den Lastwagen mit dem Wein. So Leute, aber den Rest, ich plündere jetzt noch schnell die Leichen, gell? Die hier rumliegen. Hä, hey, habe ich den nicht vorhin schon geplündert? Oder habe ich das vergessen? Bevor ich in den Lastwagen steige, beende ich den Part hier. Während ich die ganzen Leichen noch durchsuche. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Schaut morgen wieder rein, weil jetzt muss ich den Lastwagen stehlen. Und, ja, ich weiß nicht, ob dann die Mission schon vorbei ist. Von daher beende ich das jetzt mal hier. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.